mal noch ein bisschen zwickt vielleicht. Was macht so ein Finale plötzlich mit einem? Du merkst das nicht mehr. Also, wenn du jetzt hier rausgehst und aufgerufen wirst und du siehst diese Atmosphäre, du weißt, um was es geht, es sind nochmal 60 Minuten, ne? Da tut dir nichts mehr weh. Da hast du einfach nur Bock, Handball zu spielen. Hoffentlich 60 Minuten. Es gibt auch Verlängerung. Und dann noch einen 7-Meter-Werfen, wenn noch nichts entschieden ist. Aber ich glaube, auch die Geschichte kann ich gerne nochmal erzählen. Bis zum Finale, bis zum historischen Finale 2001 wird es nicht reichen. Das ging ja 45-44 aus. Damals gewann Mainz-Lahr mit dem Trainer Dirk Leun nach dreimaligen 7-Meter-Werfen. Also so weit wird es heute nicht kommen. Da wird wahrscheinlich ein Riegel vorgeschoben. Und jetzt kommen die quasi Hausherrinnen von der SG BBM Bietigheim. Ganz vorne weg Kim Naitzinavicius, ehemalige, muss man ja mittlerweile sagen, deutsche Nationalspielerin Antje Lauenroth, aktuelle Nationalspielerin. Ja, man darf gespannt sein, wie diese Mannschaft die ganzen Erfolge der Saison wegsteckt, vor allem mental natürlich wegsteckt, mit dem Höhepunkt des European League Siegs, den sie sich so gewünscht haben, auf den sie so hingearbeitet haben, die Frauen im Team der SG BBM Bietigheim und deren Trainer Markus Gaugisch, der, wie sie ja sicher wissen, wenn sie Handball interessiert sind, jetzt auch Bundestrainer ist seit Mitte März, also noch in Doppelfunktion, auch in der nächsten Saison, der Trainer Markus Gaugisch, Trainer der SG BBM Bietigheim und Nationaltrainer. Einer, der, das sagen auch die Kollegen wie Dirk Leun oder auch Herbert Müller, den Erfolg mit nach Bietigheim gebracht hat, kann man so unterstreichen, nehme ich an. Naja, sie haben schon auch davor Erfolge gefeiert, aber ich glaube gerade diese Saison, wie dominant sie sind und nicht nur in der deutschen Liga, sondern auch mit dem Europapokaltitel, zeigt schon auch ein Stück weit seine Handschrift, natürlich mit einer überragenden Mannschaft. Aber da ist ein System im Spiel drin, wo momentan sehr, sehr erfolgreich ist. Hier haben wir ihn und sein Trainerteam. Ganz vorne rechts Markus Gaugisch, ehemaliger Bundesliga-Profi. Nicht mehr Lehrer für Sport und Deutsch. Das Deputat hat er jetzt ruhen lassen nach Ende dieser Schulzeit. Und wir sind ruhig während der Nationalhymne. Und was für eine Stimmung hier in der Porsche Arena in Stuttgart. Klasse Kulisse für ein großes Finale, das gleich angepfiffen werden wird von Hans-Peter Brodbeck und Simon Reich, den beiden Unparteiischen. Aus Reutlingen und Metzingen kommen sie. Und hier haben wir Nils Bötel, ganz rechts im Bild, den Trainer des VfL Oldenburg, und von Nils Bötel spricht Markus Gaugisch in den höchsten Tönen.
Und deswegen nochmal von hier oben auch nochmal hallo, herzlich willkommen. Ja, Nils Bötel, ganz erfahrener Mann auch. Wie gesagt, er kann auch Pokal, haben wir erzählt, sein erstes Jahr 2018 in Oldenburg und gleich einen Pokalsieg eingefahren. Und Markus Gaugisch hat großen Respekt vor ihm, sein sehr cleverer Taktiker. Das hat sich auch in der Liga rumgesprochen. Ja, also auch Oldenburg hat natürlich vor allem im Pokal immer ein sehr spezielles System und das war bisher immer auch erfolgreich und vielmehr bin ich gespannt und Markus ist wahrscheinlich deswegen vorgewarnt. Genau, weil gestern hat Nils Bötel mit seiner offensiven Abwehr Buxtehude richtig überrascht. Seine Spielerinnen waren hellwach, waren sofort da und haben da tatsächlich relativ schnell den Mädels vom BSV den Schneid abgekauft. Also wir dürfen gespannt sein, wie die heute auftreten. Vor allem Merle Carstensen, die hat überragend agiert. Achten Sie vielleicht nachher mal drauf, die Spielerin mit der Nummer 15. Wirklich gestern sensationell gut unterwegs. Waren es am Ende 11 Treffer für sie, die das Spiel angekurbelt hat, des VfL Oldenburg. Das war wirklich hervorragend. Und natürlich haben die noch eine Katrin Pichelmeier in den Reihen. Die werden wir nachher mit Sicherheit auch noch das eine oder andere Mal sehen. Könnt ihr sie schon mal merken. Die 26-Jährige mit der Rückennummer 10 im linken Rückraum. Absolute Shooterin. Und auch das muss man sagen, die hat zwar im Grunde nur die Nummer 2, was die Tore angeht in der Bundesliga-Saison, aber die hat relativ wenig 7 Meter geworfen, wenn wir das mal nochmal schauen. 151 Tore insgesamt, davon aber nur 16 mal 7 Meter und die Malina Michalczyk, die am meisten Tore der vergangenen Saison geworfen hat, 162, hat aber 68 7 Meter davon geworfen. Also das ist schon beeindruckend, was Katrin Pichelmeier da gezeigt hat. Und jetzt geht's los. Finale 2022 DHB-Pokal der Frau. SG BBM Bietigheim in den roten Trikots. Halb rechts, Carolina Kurdwatsch-Glotz, Finger getaped. An der linken Hand. Das hindert sie nicht. Man weiß nicht genau, ist es die Kapsel, die gerissen ist, oder ist der Finger gebrochen, aber die Polin interessiert das nicht. Ich gehe auch davon aus, es wird sie erst morgen interessieren. Luisa Schulze, Schmu, auch schon mal merken, der Spitzname der 1,90 Meter großen Kreisläuferin, die die SG BBM verlassen wird nach dieser Saison. Also ihr letztes Spiel und ihre letzte Chance auf einen Titel, einen weiteren mit der SG BBM Bietigheim. Hier ist der Fehlwurf für die Oldenburger. Und nochmal Luisa Schulze. Aber gut noch eingegriffen. Klasse Aktion. Inga Smits. Neuzugang aus Dortmund. Die Niederländerin. Weltmeisterin mit den Niederlanden 2019.
In der vergangenen Spielzeit, in der abgelaufenen Spielzeit, beide Spiele fürs Team von Markus Gaugisch. 33-21 zu Hause in Oldenburg, dann 20-34. Deutliche Angelegenheiten für die Bietigheimerinnen. Heißt das was für heute? Natürlich hat man solche Spiele im Kopf, aber ich glaube, wie gesagt, wir haben schon so viele Pokalspiele gesehen, wo andere Gesetze herrschen. Und von dem her, du gehst hier mit einem 0-0 rein, jetzt mittlerweile schon 0-2, aber das wird ein ganz anderes Spiel wie die Spiele in der Liga. Trainer Östergaard im Kreis. 7 Meter für Oldenburg. Und natürlich Merle Carstensen. Die hat gestern einmal verworfen und das war clever abgezockt gegen Gabriela Moreski. Die anfängt und die, wenn alles normal läuft, auch drin bleiben wird, denn Melinda Sikora hat Knieprobleme. Die zweite Torhüterin, die Tschechin. Zu 1. Veronika Mahler trägt sich zum ersten Mal ein als Torschützin, die Linksaußen, die so viel Potenzial hat, die so viel kann. So eine tolle Athletin, das hat man auch hier gesehen. Schöne Sprungkraft auch bei ihr. Sie hat alles, das hat sie auch schon international bewiesen. Schon seit langem mit der Mannschaft für Tschechien unterwegs und super Sprung, viele Wurfvarianten und macht sie dem Tor so schwer. Erster Treffer jetzt auch für Katrin Pichelmeier. Und die andere klasse Spielerin auf Außen. Vorher 7 Meter verursacht, jetzt Trine Östergaard mit dem ersten Treffer. Auch die Dänin, klasse. Kann man Weltklasse sagen? Muss man wahrscheinlich schon fast, weil sie, finde ich, auch noch in der Abwehr so ein kleiner Terrier ist. Und sie hat quasi dieses Kompaktpaket sowohl vorne, da müssen wir gar nicht drüber reden. Und hinten ist sie auch sehr, sehr giftig und von dem her auf ihrer Position mit Sicherheit eine der besten, ja. Wieder 7 Meter, wieder Abwehr durch den Kreis. Diesmal Carolina Kudrac-Glotz, die große Kämpferin mit ihren 37 Jahren. Wenn man sie beim Warmmachen schon beobachtet, die ist so hoch konzentriert, ist der Wahnsinn. Zeichnet und sie auch aus, also seit Jahren und das strahlt sie auch auf der Platte aus und deswegen ist sie so erfolgreich. Ich weiß jetzt nicht, warum die gewechselt haben bei der 7-Meter-Werferin, denn Merle Carstensen war so souverän, auch gestern, jetzt plötzlich Katrin Pichelmeier und gleich erste gute Parade von Gabriela Moreski. Offensive Abwehr jetzt von den Oldenburgerinnen. Und auch stark gehalten von Julia Renner. Das werden wir sicherlich noch mal ausführlicher erwähnen. Heute ihr letztes Spiel für den VfL Oldenburg bestreitet und das ist abgezockt. Veronika Mahler übrigens begleitet hier von einem tschechischen Kamerateam, die machen ein kleines Porträt über die Linksaußen. Gelb für die Tschechin und 7 Meter. Und jetzt nächster Versuch, aber jetzt kommt wieder Merle Carstensen zum Zug. Ja, und die
super. Macht das abgezockt. Macht sich keine Platte. Super verteidigt und jetzt ab. Abgepfiffen, na ja. Ja, kann man schon vorpfeifen. Die Oldenburger Fans sind die, die wir hören. Die machen mächtig Stimmung. Du hast natürlich immer, wenn du Favorit bist wie Bietigheim, hast du meistens alle drei Mannschaften, die noch dabei sind, gegen dich. Von dem her ist die Stimmung immer relativ hitzig gegen Bietigheim in dem Fall jetzt heute. Ja, ist klar, man hält natürlich schon gern mit dem Underdog, ist ja logisch. Ja, ne? das ist jetzt hier trifft es Bietigheim, bei den Männern sind es andere Mannschaften, das ist Kiel oder wie auch immer, das ist ganz normal. Die Fans hoffen natürlich auch auf viel Spannung, ein lange ausgeglichenes Spiel, das war Fuß von Katrin Pichelmeier, ja. Gibt aber in Anführungszeichen dann nur Einwurf Bietigheim. Xenia Smits. Kelly Dulfer, auch Neuzugang in Bietigheim aus Dortmund, mit Inga Smits gekommen. Und das hat natürlich nochmal unglaublich Klasse gebracht in das eh schon gut formierte Bietigheimer Team. Holst du einfach aus Dortmund mal zwei Weltmeisterinnen? Kann man mal machen. Ich wollte gerade sagen, die Mannschaft von Bietigheim hat letzte Saison schon relativ gut gespielt. Und dann holst du nochmal die zwei Besten mehr oder weniger vom damaligen deutschen Meister weg. Das ist natürlich eine gute Ausgangssituation für Bietigheim. Kelly Dulfer nochmal gut aufgepasst. Tut natürlich weh, da standen zwei um sie rum eigentlich. Aber die haben, ja, ein bisschen glücklich natürlich auch für die Niederländerin. Lange, lange gestanden, gut zu sehen. Gabriela Moreschi, Entschuldigung. Aber die Oldenburgerinnen bleiben bei ihrer halbwegs offensiven Formation. Ist jetzt aber in die Hose gegangen, weil wenn du Spielerin hast, die so gut 1 gegen 1 agieren, dann wird es auch schwierig, weil dann ist die Lücke hinten richtig groß. Du musst natürlich dann trotz alledem so einen Zweikampf gegen Inga Smits musst du gewinnen, weil sonst hast du keine Chance und das ist nicht einfach. Inga Smits, hier haben wir sie kurz gesehen, draußen absolutes Kraftpaket, absolute Athletin mit einem super Handballverstand, mit toller Übersicht. Carolina Grütwald-Klotz und klasse Auge, wollte ich gerade sagen, von Merle Carstensen, ja, Tor wird gegeben, wenn ich es richtig sehe, ja. Die beschwert sich auch noch beim Schiedsrichter, gespannt, ist da aus ihrer Sicht zu stark gestoßen worden. Jetzt erstmal noch mal durchschnaufen. Reinigungsarbeiten im 6-Meter-Raum. Und wenn wir es richtig sehen, versuchen sie jetzt Inga Smits, den Denker und Lenkerin der Bietigheimerin, kurz zu decken. Genau. Schwere Aufgabe für Janne Mertens. Aber sie finden die Lücke auf
und für Luisa Schulze und ja, Nils Böttel muss korrigieren, muss feinjustieren. Hören wir mal rein, was er seinem Team mit auf den Weg gibt. Maria, einmal zu, geht doch da rauf und wir gehen zurück, ergeben uns, sie gehen durch. 1-1, bei Inga brauchen wir jetzt Kilian, ja? Wir gehen auf 6-0 zurück, auf 6-0 zurück und dann trotzdem arbeiten. Denkt an die hier kommen, bis in 10 Meter, ja, da rauf bei den beiden, was wir gesagt haben, spielt nicht, ist die einzige hier, ja? Bei Inga Schlaghöhe plus 1-1 Kilian. So hat, habt ihr gemerkt, kriegen wir Hilfe auch von heim, wenn hier Kelly ist mit Block so genauso da, ja? Richtig, bleibt beim Power vorne. Vorne spielen wir du hier, Moskau rechts. Läufst du ein, ja? Marie bei Moskau ziehst du da ein. Läufst du hier ein Winkel hier voll raus. Entscheidend ist jemand vorne, kann sich einziehen. Wenn der Ball da hingeht, gehst du da zurück. Und dann aber wieder stoßen, Rückstoß. Viele stichwortartige Angaben natürlich von Nils Böttel, die vor allem die Spielerinnen verstehen. Wir haben bei den teilweise Spielzugnamen und Formationsnamen natürlich nicht so den Einblick. Ist auch verständlich, das will er ja auch so. Ist ja ganz klar. Aber klar ist auch, die Abwehrformation wird defensiver sein. Da hat er reagiert, er geht zurück auf 6-0. Logische Folge? Ja, ich meine, im kleinen Gruppenspiel ist Bietigheim sehr, sehr stark. Da musst du wirklich jeden Pass dann auch verhindern. Deswegen wahrscheinlich eher wieder die Variante zurückzugehen auf 6-0 und versuchen dann eben keine 1-gegen-1 Möglichkeiten und dann eventuell auch die Würfe aus dem Rückraum eher in Kauf zu nehmen. Aber das muss man sagen, die Bietigheimerinnen stehen von Anfang an, im Gegensatz zu gestern, sehr, sehr kompakt in der Abwehr. Und wenn du gegen die eine Chance haben willst, dann müssen im Grunde alle Aktionen fast zu 100% sitzen. Kelly Dulfer. Und man merkt schon, dass die absolut heiß sind, dass die wollen, dass sie sich wahrscheinlich gesagt haben, eins noch. Erstens ins Finale, das willst du immer gewinnen und wenn du die Saison gespielt hast, die Bietigheimerinnen diese Saison gespielt haben, dann willst du jetzt auch noch diesen letzten Titel nehmen, den es in der Saison zu vergeben gibt und dann kannst du mal ganz entspannt in Urlaub gehen. Mit einer historischen Leistung, das müssen wir auch noch mal sagen, es hat Richtig. Noch nie eine Frauenmannschaft geschafft. 4 Titel in einer Saison, Supercup, Pokalsieg, European League, Deutsche Meisterschaft, das ist schon enorm. Ja. Aber so weit sind wir noch nicht. Du hast gesagt, sie sind sehr engagiert. Deswegen habe ich gesagt, das wundert mich nicht, weil... Ja. Merle Carstensen, den Namen werden wir, glaube ich, heute noch öfter hören. Wirklich eine klasse Spielerin, die den Unterschied machen kann. Den hat sie gestern gemacht, tatsächlich, gegen Buxte. Wie heißt denn? Buxtehuder SV. Fünf Tore Vorsprung. Nicht ganz eine Viertelstunde gespielt, das heißt noch gar nichts. Aber wie gesagt, du musst als der VfL Oldenburg, der erst im vorletzten Spiel der Saison den Abstieg verhindert hat, 100% geben, nicht nur geben, sondern es muss dann zu 100% sitzen. 100% geben die, mehr als 100%. Bietigheim noch 45 Sekunden in Unterzahl. Ja, gute Aktion. Getankt.
Ja, das versucht sie häufiger. Wird mal gern genommen auf außen, so ein Dreher. Ne? Ja. So, guck so streng nach drüben. Ja, wenn die reingehen, sind die natürlich besonders cool. Sie hat auch schon oft genug bewiesen, dass sie den aus dem FF kann, aber der ist tatsächlich dann doch ein bisschen weit am Tor vorbei. Da ist bestimmt irgendwas nicht so ganz gelaufen, wie sie es gern gehabt hätte. Entweder zu viel oder zu wenig Harz am Ball, was auch immer. Versuch war da. Merle Carstensen holt den 7 Meter raus. Die ist wirklich schwer zu halten. Ne? Ja, aber das muss auch das Ziel von Oldenburg sein. Ins 1 gegen 1 gehen, in die Lücken ziehen, um sich eben 7 Meter oder Durchbruchaktionen zu holen. Weil alles andere wird, glaube ich, sehr schwierig. Über den Rückraum, über den großen Block von Bietigheim zu kommen, da ist das bessere Mittel. Und wirft auch selber. Mal eine andere Variante von Gabriela Moreski, auch da gut ausgeguckt. Ja, die Oldenburgerinnen bleiben dran. Gut zu sehen, wichtig für dieses Finale. Die Stimmung immer noch glänzend, auch weil noch gar nichts entschieden ist. Alle Varianten, diesmal mit der zweiten nicht erfolgreich. Julia Renner hat aufgepasst, auch hat das Tor auch relativ klein gemacht, sage ich mal. Ja, es ist auch schon mutig, gegen Julia Renner einen Heber zu machen. Also da musst du schon ihn sehr, sehr platziert werfen. Seit 2005 in Oldenburg. Das Gesicht des VfL, letzte Saison, 35 Jahre alt. Gestern schon emotional im Interview, überglücklich, dass sie es ins Finale geschafft hat heute. Ja, ich glaube, zum letzten Saisonspiel ist so ein Spiel natürlich noch mal richtig geil. Oder auch dann Karrierespiel. Julia Maltow, 11:7. Und diesmal kein Pfiff. Gabriela Moreski hat aufgepasst, sich da lang gemacht, ihre 1,90 Meter ausgefahren. Oh, ja, hat sie keine Chance mehr gehabt, da war sie schon im Springen und keine andere Möglichkeit mehr, aber hat keine mitgespielt. Ja, das ist schon auch ein Pluspunkt für die Bietigheimerinnen, zwei absolut starke Torhüterinnen. Die ungarische Nationaltorhüterin Melinda Sikora und die brasilianische Gabriela Moreski. Also das ist schon mal ein absolutes Pfund. Luxusproblem. Ja. War schon draußen. Merle Carstensen zeigt einen Spielzug an. Der war, glaube ich, gar nicht so gewollt, aber völlig egal. Prima Tor. Das wird Oldenburg egal sein, in dem das Tor mit. Maike Schirmer, die kennst du auch? Ja, war in der Junioren-Nationalmannschaft langjährig meine Zimmerpartnerin, deswegen kennen wir uns doch ein bisschen näher. Ja. Markus Gaugisch mit der Auszeit. Muss auch noch ein bisschen justieren. War ein paar Aktionen, war ein bisschen unrund. Hören wir mal rein. Entweder haben wir eigentlich nur das VfL drüben zwischen 1 und 2 gegen die Hand gut stehen. Ja, und schiebst sie weit raus und im letzten Moment kommst du dazu und schließt. Aber du musst sie weit rausbringen. Ich glaube nicht, dass nach links außen kam, die alle Bälle gehalten. Nach vorne immer weiter.
ja, vor allem Ruhe reinbringen. Tatsächlich waren ein paar so pseudo-hektische Aktionen vorne im Angriff. Ja. Er sagt, ihr müsst gar nicht überpacen, ihr müsst gar nicht zu viel machen. Nein, müssen sie auch nicht. Also letztendlich führen sie auch und bisher haben sie das Spiel auch im Großen und Ganzen trotz alledem im Griff. Und werfen dann auch manchmal zu hektisch die Bälle weg oder einfach die falsche Entscheidung wird auch getroffen. Von dem her ein bisschen mehr Ruhe, ein Pass mehr. Ansprechpartnerin war da natürlich Inga Smits, diejenige, die die ganzen Aktionen einleiten soll, darf, muss. Und die hat so viel Routine und so viel Handballverstand und Verständnis, dass sie das auch umsetzen kann, was ihr Trainer damit auf den Weg gibt. Antje Launroth jetzt auf Außen, auf Linksaußen. Gut aufgepasst. Ja. Ja. Hat sie das kurze Eck angeboten, aber da war Schirmer dann tatsächlich zu abgeklärt. Stand da Maike Schirmer im Kreis? Ich habe es nicht gesehen. Die Schiedsrichter haben es gezeigt, ja. Hm. Ich hätte es jetzt auch nicht so gepfiffen, aber vielleicht kommt die Wiederholung nochmal. Julia Meithoff, erster 7 Meter, glaube ich, für Beatty Turn, ja, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Ja. Schwer zu sagen. Prima. In der Bundesliga-Saison 50 7 Meter verwandelt, nur 8 nicht. Ist auch mal was. Ja, auch in der Nationalmannschaft wirft sie mittlerweile 7 Meter und macht sie schon ganz gut. Hat eine sehr, sehr hohe Quote. Das ist das typische Bietigheimer Tempospiel. Ausgelöst quasi durch den schnellen Ball auf Luisa Schulze, die dann direkt weitergespielt hat. Ja, sie kommen mit so viel Tempo und Schwung hinten raus und dann wird es verdammt schwierig. Wenn du dann eine klare 1 gegen 1 Situation hast, dann musst du eine Kelly Dulf erstmal halten und das ist nicht so einfach. Ja, da haben sie auch gepasst. Xenia Smits und Kelly Dulfe gegen Marie Steffen. Ja, und vorne packt Luisa Schulze zu. Die ist da ziemlich kompromisslos. Und da steht dann auch mal jemand vor dir mit seinen 1,90. Ja, auf Merle Carstensen jetzt früh attackiert von Xenia Smits. Und Zeitspiel angezeigt vom Schiedsrichtergespann aus. Reutlingen und Metzingen, technischer Fehler von Paulina Golla. Und da werden Sie sagen, oh, Paulina Golla, Golla, da war doch was. Genau, die Schwester von Johannes Golla. Nationalspieler, nicht mehr wegzudenken aus der deutschen Nationalmannschaft. Und auch nicht bei der SG Flensburg-Handewitt. Nee, hat sich zu einer richtig großen Größe etabliert. Ah, da passt sie wirklich richtig gut auf, Julia Renner. Die hat so viel Erfahrung, so ein gutes Auge gegen Antje Launroth.
das lange Eck zugemacht dann im entscheidenden Moment, ganzen Körper reingestellt. Aber jetzt sind sie auf jeden Fall im Spiel, die Oldenburgerinnen. Ja, also das ist noch nicht doof für Bietigheim. Also Oldenburg kämpft, Oldenburg macht. Und drei Tore sind im Handball nicht viel. Zeitspiel erneut angezeigt. Katrin Pichlmeier, aber die muss natürlich mit mehr Tempo kommen. Ja, Offensivfoul und da ist schon Inga Smits losgegangen. Und geile Parade. Jawohl, dem kann man nichts mehr hinzufügen. Julia Renner hält ihre Mannschaft auch im Spiel, muss man auch sagen. Ja, voll. Aber das brauchst du auch. Also wenn du gegen Bietigheim gewinnen willst, dann müssen ein, zwei Positionen über 100% sein, sonst wird das nichts. Ist verabschiedet worden beim letzten Heimspiel, natürlich ganz groß, viele Tränen sind geflossen. Allerdings hat da Oldenburg gegen Zwickau verloren, die noch um den Klassenverbleib kämpfen in der Relegation. Da war Nils Köpel ziemlich sauer. Jetzt 4 Tore Führung für die SG BBM. Und das ist eine starke Aktion, wird auch, wollte ich gerade sagen, 2 Minuten geben. Ah, jetzt ist aber wehgetan. Ja, ist irgendwie entweder ins Knie gelaufen oder auf die Hüfte von Trainer Östergaard. Hab nicht mitgezählt, 2. 2 Minuten kann das sein, ja. Hat er relativ schnell zu Beginn, glaube ich, schon 2 Minuten bekommen. Müssen wir noch mal auf die Statistik schauen. Sie steht wieder. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Come on, Stuttgart! Also erste 2 Minuten Strafe für Trine Östergaard. Bietigheimer Tor ist leer, also muss jetzt eine Aktion kommen, die absolut zum Abschluss gebracht wird. Jetzt ist Gabriela Moreski zurück im Tor und die nächste Parade von Julia Renner, die gefeiert wird, natürlich. Zu Recht. Das war eigentlich überragend gespielt von Bietigheim. Viel, viel Platz für Inga Smits. Ja, aber Julia Renner ist im Spiel. Absolut. Und es sind noch 2 Tore nach dem Treffer von Marie Steffen. Also es ist ja genau so, wie wir es wollen. Spannung, schöner Handball, schneller Handball. Und ein klasse Kämpfen der Außenseite aus Oldenburg. Das könnte auch noch eine Zeitstrafe geben, ja. Katrin Pichlmeier.
Die Torschützin trägt das Trikot mit der 22, Xenia! Ja, kommt da mit dem Arm hoch in Richtung Kopf, Hals, wird sofort abgepfiffen, zu Recht auch. Nils Böcke. Mein Team auch heute gut eingestellt. Und Kim Naitzinavicius kommt rein und passt auf. Und jetzt mussten sie schnell wechseln. Hat man nur so ein bisschen am Rand mitbekommen. Denn Julia Renner saß noch draußen tatsächlich. Jetzt gibt es Gelb für die Bank der Bietigheimerinnen. Zu laut protestiert, denn die haben gezeigt und gesagt, das Tor war doch leer. Wir hatten eine große Chance. Ja, Kim war eigentlich auch bereit, um direkt zu werfen, aber wurde abgepfiffen. Und gibt dann 7 Meter ins Tor. Julia Meithoff gegen Julia Renner. Julia Meithoff fehlerlos von der 7-Meter-Linie. Ja. Aber noch ein bisschen weniger als jetzt 80 Sekunden Unterzahl für die Oldenburgerin. 1:30 noch auf der Uhr für die erste Halbzeit. Das müssen sie jetzt ausspielen, so gut es geht. Ah, schade, aber ja. Ja. Luisa Knippert ist da gezogen worden. Ja. Und erster Treffer für Jenny Behrens. Aber aggressive Abwehr der Bietigheimerinnen. Das war die Grundlage für dieses Tor. 5 Tore Führung. Sicher hat auch ein besonderes Spiel für sie, jahrelang in Oldenburg selber gespielt. Heute ein Finale gegen deinen ehemaligen Club zu spielen. 20 Sekunden noch, dann müsste aus Sicht der Oldenburgerin noch ein Treffer her. Ja, schwierig. Aber das verteidigt Bietigheim einfach gut. Sie stellen die Laufwege zu, sie haben überall die Finger mit drin. Ja. Oh. Ja. Ja, da hatten sie zweimal die Chance, tatsächlich noch ein bisschen ranzukommen, die Oldenburgerinnen. Zweimal, aber auch, wir haben es ja gut verteidigt. Ja, Fazit, erste Hälfte. Ja, ich finde, man sieht schon, dass Bietigheim trotzdem weiterhin der Favorit bleibt. Sie haben das, ich sage jetzt mal, vom Spiel her ist da schon mehr Struktur zu erkennen, aber Oldenburg steckt nicht auf, sie kämpfen, sie fighten, sie suchen ihre Chance und ich hoffe, es geht auch in der zweiten Halbzeit so weiter, weil es ist offen und es ist noch nichts entschieden. Wir haben auf jeden Fall spannenden, wir haben tollen Handball gesehen, sind in Anführungszeichen ja nur 5 Tore für die Bietigheimerinnen. Schön ist vor allem, dass hier eine glänzende Atmosphäre ist, dass es absolut pokalgerecht ist, dass alle hier auch andere Fans noch da sind und tollen Handball sehen wollen. Wir dürfen gespannt sein, was die Oldenburgerinnen noch auf die Platte zaubern in der zweiten Hälfte für die zweiten 30 Minuten. Aber bevor wir dahin kommen, haben wir noch einen sehr, sehr interessanten Gesprächspartner bei Kira Rutkowski, den Vorsitzenden der Handball-Bundesliga der Frauen, den Hexer Andreas Thiel. Bitte schön. Ja, Herr Thiel, die Favoritinnen führen. Wie fällt denn Ihr Fazit aus?
dass die Favoritin führt, ist keine Überraschung. Dass sie nur mit 4 oder 5 führen, ist eine Überraschung. Ich ziehe meinen Hut vor Oldenburg. Was würden Sie denn als Oldenburger Trainer jetzt in der Halbzeitpause den Spielerinnen mit auf den Weg geben für die zweite Hälfte? Ja, ich bin nicht Nils Bötel. Er trainiert die Truppe. Er muss sehen, wie er sie nochmal einstellt. Ich würde sagen, Mädels, bleibt dran bis zum Schluss und guckt, was geht. Der Trainer der Bietigheimerinnen, Gaugisch, ist ja jetzt auch Nationaltrainer. Was hat Sie da überzeugt und wie soll diese Strahlkraft zwischen Liga und Nationalmannschaft bestenfalls gelingen? Das ist eine Frage, die man, glaube ich, in einem so kurzen Interview kaum beantworten kann, Frau Rutkowski. Ich persönlich erhoffe mir von Markus viel mehr Kommunikation mit der Liga. Das hat er auch schon bewiesen. Wir haben gestern Abend ein längeres Gespräch geführt, was sehr gut war aus meiner Sicht. Die Liga liefert das Reservoir für die deutschen Nationalspielerinnen. Die deutsche Nationalmannschaft liefert Renommee, wenn sie denn ein Halbfinale oder mal eine Medaille erreicht. Und aus meiner Sicht unabdingbar notwendig ist die Qualifikation für Olympia. Das waren doch ein paar Antworten für die Kürze des Interviews. Noch eine Frage. Xenia Smits hat letzte Woche gesagt, sie findet, dass die Titel, die die Bietigheimerinnen jetzt erreicht haben, gar nicht so richtig anerkannt werden. Wo sind Ihrer Meinung nach die Stellschrauben auch für die Vermarktung vom Frauenhandball? Da bin ich nicht so ganz der Richtige, der eine Antwort geben kann. Letztendlich betreiben wir Leistungssport und letztendlich hängt alles an Erfolg der Nationalmannschaft. Auch Bietigheim, ich kann Bietigheim nur sagen, super Saison, klar. European League, ich glaube seit Ewigkeiten mal wieder eine deutsche Mannschaft. Das ist aller Ehren wert. Ich hoffe und wünsche, dass sie nächstes Jahr in der Champions League eine gute Rolle spielen. Da hoffe ich so leise auf die erste Halbfinalteilnahme einer deutschen Mannschaft. Sollte Markus jedenfalls mit der Mannschaft, die er im Moment noch hat, durchaus als realistisch einstufen. Vielen Dank. Ja, danke schön, Andreas Thiel, für diese Einblicke. Jetzt hat er den Druck mal schon ein bisschen erhöht, nicht nur in der Nationalmannschaft, sondern auch noch für die Bietigheimerinnen selbst. Das ist schön zu sehen. Wir machen mal eine kleine Pause, sind dann rechtzeitig zurück mit der zweiten Hälfte.
So, weiter geht's mit der zweiten Hälfte im Finale um den DHB-Pokal 2022 zwischen der SGB BM Bietigheim und dem VfL Oldenburg. Markus Gaugisch immer so relativ entspannt, zumindest mit einer Mischung aus Ernsthaftigkeit und aber auch Lockerheit. Der neue Bundestrainer seit März, wie gesagt, der Nachfolger von Henk Gröner, dem Niederländer, der unbedingt natürlich, also Markus Gaugisch, diesen Titel holen will. Das muss man nicht extra betonen, natürlich. 30 Minuten liegen noch vor der SG BBM gegen wirklich stark kämpfende Frauen von den VfL Oldenburg, das Team von Nils Bötel aus Niedersachsen hier angereist. Bereits am Donnerstag da gegen den VfL Waiblingen, übrigens Aufsteiger in die Bundesliga. Gratulation da noch von dieser Stelle, auch stark. Der Süden wird immer stärker in der Handball-Bundesliga der Frauen. Göppingen, frisch auf Göppingen. Die Frauen haben ja noch die Chance in der Relegation gegen Zwickau. Also es könnten dann, wenn ich es richtig gezählt habe, 5 Bundesligisten
aus Baden-Württemberg sein. Also das ist schon eine große Macht im Süden. Warum? Weiß ich nicht, aber früher schon zur Zeit beim Handballverband Württemberg wurde gut gearbeitet. Man hat da schon viel erreicht und so langsam ja, schlägt sich das auf die Bundesliga aus. Und wenn wir natürlich 5 dabei hätten, wäre das schon ganz cool für Württemberg oder eben auch für den Süden. Auch für die Vereine, es gäbe viele Derbys, da gäbe es dann mit Sicherheit mehr Zuschauer für die einzelnen Teams, keine Frage. Aber das ist Zukunftsmusik, die Göppingerinnen müssen erstmal noch gegen Zwickau reüssieren. Hier haben wir Julia Renner, die hat schon so viel erreicht. Alle 3 Pokaltitel übrigens mit Oldenburg gefeiert, die bisherigen. Die 35-Jährige, hier haben wir sie, die absolute Nummer 1 in Oldenburg. Ganz abgeklärt und gestern überglücklich beim Interview bei uns. Logisch, so ein Finale zum Abschluss der Karriere, das wünscht man sich. Würde man sich da ins Buch malen, wenn man es könnte von Anfang an. Wir haben es letztes Jahr mit Anna Lörper gesehen, die den Pokal damit heimnehmen durfte im letzten Spiel. Ich glaube, es gibt Schlimmeres, wie so seine Karriere zu beenden. Grüße nach Hamburg. Ja, Grüße nach Hamburg, genau. Bin mir fast sicher, dass Anna das auch mit im Stream verfolgt. Großes Herz für Handball, Riesenkarriere hingelegt. Mittlerweile Mama. Was kann man in der Kabine tatsächlich noch mitnehmen, jetzt auch als Team? Gibt es da, ich meine, natürlich jedes Team ist unterschiedlich, aber gibt es da noch Gespräche untereinander oder ist man da lieber ruhig und hört dem Trainer zu? Ich glaube, das ist unterschiedlich und jeder ist da ein bisschen vom Typ her anders. Natürlich wird der Trainer noch 1-2 taktische Dinge mitgeben haben, sowohl bei Bietigheim als auch bei Oldenburg. Und dann wird es auch nochmal in gewissen Kleingruppen vielleicht Gespräche geben haben, was man noch besser machen kann. Aber so das Riesending wird es da jetzt nicht mehr geben. Da gibt es viel an dem jetzt für Bietigheim ihren Stiefel runterzuspielen und Oldenburg wird versuchen, trotz alledem an das anzuknüpfen von Halbzeit 1. Hans-Peter Brodbeck und Simon Reich, die Unparteiischen aus Reutlingen und aus Metzingen, haben die 2. Halbzeit angepfiffen. Und jetzt wird es wichtig für die Oldenburgerinnen da gleich mal ein kleines Ausrufezeichen zu setzen zu Beginn. Sprich, aus dem 5-Tore-Rückstand einen 4-Tore-Rückstand zu machen. Merle Carstensen, natürlich, wer sonst? Lange geduldig gespielt. Ja, Maike Schirmer heute mit einem guten Spiel, muss man sagen. Und die nächste Chance. So lang. Ja, ticken zu lang. Solche Dinge musst du tatsächlich mitnehmen. Das kann man allerdings pfeifen. Früh abgetaucht, die Lücke gesehen, hat da Luisa Knippert, guck mal hin, ja, gegen Kelly Dulfer. Und Veronika Mahler natürlich. Und die hat 2 Minuten bekommen. Merle Carstensen. Gabriela Moreski ganz weit draußen. Aber nach wie vor Chancen. Ja, da denkt man immer 7 Meter, ist ja easy, diese 6 Quadratmeter, irgendwie werden sie schon treffen, aber da baut sie natürlich auch eine auf, die 1,90 ist und schon mal wirklich viel abdeckt.
Ja, du hast da immer mehr Druck als Werfer anstatt der Torhüter. Und von dem her ist es gar nicht immer so einfach, sich wieder zu werfen. Und schon gar nicht bei so einem Spiel dann. Aber die hat bisher auch gestern keine Nerven gezeigt, Merle Carstensen. Tolle Vorstellung der 27-Jährigen. Und Julia Renner hält, aber das wird auch 2 Minuten geben, richtig. Richtig gesehen ist Xenia Smits noch umgerissen worden, tatsächlich. 2 Minuten für Marie Steffen hier, gut zu sehen, am Trikot gezogen. Kann man sich auch wehtun, wenn man da in die Beine der Gegenspielerin fliegt. Xenia Smits, übrigens ja die MVP, die beste Spielerin der European League, gewählt worden von Journalisten. Das ist einfach geil gespielt. Unterzahl gegen Unterzahl. Ja, aber trotzdem auch souverän mit einem Winkel. Vitrine dann am Schluss. Da hat er das halbe Feld. Das ist schon ganz schön viel. Ja. Katrin Pintelmeier. Das sieht so locker, so lässig aus, aber du musst halt, und das frage ich die ehemalige Außen, absolut bei solchen Hebern den richtigen Moment treffen. Den richtigen Moment und auch die richtige Höhe, um dann doch nicht vom Tor oder wieder abgefangen zu bekommen. Also es sind schon einige Trainingswürfe dahinter, dass der nachher so reingeht. Aber wenn dann so ein Tor gefallen ist, schmunzelt man dann schon länger mal beim Zurücklaufen. Ja, wobei ich finde, bei dem, im Männerbereich ist es ja schon noch intensiver. Das ist ein ganz normaler Wurf. Also man wird immer belächelt, aber letztendlich ist es von außen ein Heber oder ein Dreher, ist ein ganz normaler Wurf. In die zweite Etage gespielt. Und das ist genau das, was wir vorher schon erwähnt haben. Wenn du nicht konsequent spielst, wenn du kleine Fehlerchen im Spiel hast, dann wird das gnadenlos ausgenutzt von der SG BBM Bietigheim. Ja, sie schalten unglaublich schnell um ins Tempospiel nach vorne und dann werden auch viele einfache Tore einfach erzielt, weil sie meistens mit 2, 3 Leuten schon vorne sind und der Gegner nicht hinterherkommt. Ja. Hier spielt die Musik Katrin Pichlmeier, das sage ich, weil sie auch zuständig ist für das Musikgeschehen in der Kabine, übrigens Musikwartin der Mannschaft. Okay. Merle Carstensen muss den Arztkoffer tragen. Wo hast du die Infos? Also, sag ich nicht. Hast du auch sag Amt, ich oder? Nicht. Ist geheim. Okay. Insider-Wissen. Insider, okay. Nee, steht übrigens auf der Homepage. Julia Meithoff bisher noch fehlerlos von der 7-Meter-Linie. Auch jetzt. Und Tatjana Baas durfte es mal versuchen, die Russin. Auch 40 Jahre alt. Marie Steffen. Verkürzt auf 4 Tore. Hier ist 6 Minuten gespielt in der zweiten Halbzeit.
Das war genau so angesagt, genau so vollendet. Xenia Smits auf Karolina Kulbreit-Glotz. Und da waren sie schnell da. Kelly Dulfer. Oh. Da bin ich mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht so sicher. Naja gut, sie bewegt sich schon noch hin zur Gegnerin. Schwierige Situation tatsächlich. Auf jeden Fall Antje Lauenroth mit den 2 Minuten. Merle Carstensen gegen Gabriela Moreski. Gefällt mir unglaublich gut. Ja. Der Armzug auch nicht zu sehen so richtig. Das ist alles schön aus dem Unterarm, aus dem Handgelenk raus. Ganz, ganz stark. Die Hand auch im Gesicht, also hätte man auch mal was anderes pfeifen können, aber sie lassen es laufen. Übrigens für die Statistik, das halbe Dutzend ist voll bei Merle Carstensen. 6 Versuche, 6 Treffer. Tor ist leer bei der SG BWM. Antje Lauenroth noch knapp 50 Sekunden auf der Bank. Und jetzt geht die Außen, jetzt geht Lene Östergaard zurück und Gabriela Moreski ist zwischen den Pfosten. Unser Schulz ist eigentlich fast am Ball. Und dann gehen natürlich alle schon gefühlt Richtung Gegenstoß. Marie Stefan, nächster Treffer für die Kreisläuferin. Inga Smits, bisschen Pech für die Oldenburgerinnen. Trine Östergaard. Und das geht einfach immer so verdammt schnell. Ja, das haben wir jetzt auch schon oft angesprochen. Das ist einfach ein geiler Tempoanfall, den sie die ganze Saison spielen. Und das zeigt sie hier in Perfektion heute.
Da Katrin Pichelmeier. Das ist ihre Stärke, aus dem Lauf von hinten. 20, 25. Seit 2019 in Oldenburg. Wenn sie aus dem Lauf kommt, dann ist sie wirklich extrem gefährlich. Ja. Wir haben es ja schon erwähnt, die Statistik in der Bundesliga spricht absolut für Katrin Pichelmeier mit ihren 1,81 Meter. Ah, schade. Oh, oh ja. Ganz stark. Schön gefangen ja. Und dann aber mit einem überragenden Wurf vollendet. Schönes Tor. Janne Mertens. Und die direkte Antwort von den Gesmitz. Jetzt ist ganz schön was los, es ist Tempo drin. Oh ja. Katrin Pichelmeier on fire. 21, 26, 26, Katrin! Ja, und die Fans sind da, das VfL Oldenburg. Klasse. Und auf der anderen Seite die Weiße, die Bietigheimer Wand. Oh ja, Pech für Julia Renner. Da saß sie eigentlich schon im richtigen ja. Eck. 32, 14, Carolina Kuttbart. Ja, bringt da nochmal Ruhe rein. Mehr Leckersten sie. Wir müssen das Tempo jetzt auch mal rausnehmen. Das war die letzten fünf Minuten enorm hoch. Prima Auge, prima Anspiel auf Marie Steffel. Veronika Mahler ist wieder da. Ist aber von Xenia Smith stark gemacht. Wenn man in die Lücke geht und dann quasi die Halbposition auslässt, den Ball direkt zum Außen, hat man jetzt auf beiden Seiten schon mehrfach gesehen, wo dann beide Außen super Wurfmöglichkeiten bekommen. Auszeit, Nils Böck. Wir kommen zur Zuschauerzahl. Ja. Wir bekommen die Zuschauerzahl mitgeteilt. Knapp 2800 Zuschauerinnen und Zuschauer hier in Stuttgart in der Porsche Arena. Und wir hören zu bei Nils Böckel. Ja, die sind dementsprechend da voll rein. Wir haben Marie hier, ja. Und Paulina macht den Läufer. Ja? Ja. Normal, wie wir sonst mal trainiert haben. Ja. Hier geht dann Ispol rein nach der späten Kreuzgeschichte. Ja. Ich will den ersten schon Vollgas nehmen. Ja. Hinten schießen brauchen wir. Ja. Und dann Vollgas raus. Auf geht's, Winter. Vollgas raus, ja. Hinten schließen, vorne und Vollgas. Ja. Hab ich auch gehört. Ja. Klingt gut. Ja. Klingt nach Konzept auf jeden Fall. Nein, ist klar. Sie brauchen eine stabile, komplett stabile Abwehr. Aber da hat sich halt in den letzten Minuten, aber nicht nur da, immer wieder oder haben sich immer wieder Lücken aufgetan, weil die Einzelakteurinnen wie Xenia Smits halt die Lücken auch gerissen haben. Ja.
was auch interessant war, Merle Carstensen ist auf jeden Fall noch mit einer weiteren Ansage, mit dem Gespräch auch oder im Gespräch mit Nils Bötel. Also sie mit Sicherheit der absolut verlängerte Arm auf der Platte für den Trainer. Er spielt natürlich heute auch überragend und dann musst du natürlich viele Angriffe weiter noch über sie laufen lassen. Dritter Treffer für Kassel Pickelmeier in Folge. Zwei Minuten. Isabel Jungelelen. Da sind zwei Niederländerinnen aufeinander geprallt. Natürlich auch direkt die Entschuldigung. Boah. Na, Bärenstark. Und, guck mal an. So kennen wir sie. Carolina Gutwald-Schlotz. Ja, das ist einfach geil gespielt. Klar, einstudiert, aber das dann auch so klappt. Super. Und die spielt, wie gesagt, mit entweder gebrochenem Finger oder kaputter Kapsel. So genau wissen sie es noch nicht, aber egal. Geht ja, oh nein! Da war sie dran, Julia Renner. Hat sie sich wehgetan noch? Ich glaube auch noch wehgetan. Ja. Ist auf die Hand gefallen irgendwie, ne? Jetzt sind es schon 6 Tore für die Bietigheimerinnen. Ah, der Steckpass nicht richtig durchgesteckt und dann ist es einfach, in Anführungszeichen. Ich glaube, das ist eine wichtige Phase jetzt, wenn nicht sogar die entscheidende Phase in dem Spiel. Ja, so ein bisschen wie vorher beim Spiel um Platz 3, wo der THC dann das Momentum für sich hatte und einfach durch ein paar Kontertore, einfache Tore erzielen konnte. Und, der Nils Böttl hat auch schon die grüne Karte in der Hand für das Timeout. Das nächste muss das machen. Schaut er sich das Ganze nochmal ganz genau an. Oh ja, Glück für Katrin Pichelmeier. Xenia Smits am Kreis bekommt den 7 Meter gegen Paulina Goller. Julia Maitorf gegen Julia Renner, das Duell hatten wir schon sehr, sehr oft. Immer hieß die Siegerin Julia Maitorf. Auch hier. Auch jetzt. So, jetzt versucht Nils Bötel mit 7 gegen 6. Julia Renner ist vom Feld. Also 7 Oldenburgerinnen auf der Platte im Angriff gegen die Abwehr der Bietigheimerinnen und direkt die Auszeit. Ich wollte gerade sagen, er nimmt noch mal die Auszeit aber davor. Weil das will ja auch noch mal genau angesagt werden.
spielt er mit zwei Kreisläuferinnen. Was macht er? Auf der linken Abwehrseite, erstmal näher, ein bisschen neben sich und dann vor. Wenn wir den Ball haben, alle maximal nach vorne. Ja, maximal nach vorne. Vorne, jetzt wieder siebter Feldspieler, spielen Kreuz. Ja? Weil mal kurz hier stehen und zieh dann weg. Ja, weil wenn irgendwie ist, wenn Is hier kommt, weil die sollen hier schon rein. Ja? Dass du hier mal einen safe Passmöglichkeit hast. Und wenn nicht, hier voll, die stehen hinten, ja? Die stehen hinten. Ja? Hey, guck, wenn du die erfüllst, wenn du siehst, die gehen auch nicht vor, dann können wir spielen, dann können wir so wie eben gerade, Marie, oder können wir nach vorne, siehst du bald. Oder die sperren, wir können da rum. Ja? Wichtig ist, Vollgas dahin und wieder Vollgas, weil wir da vorne haben. Mal so die Frage, wie oft hast du auf die Taktiktafel geschaut bei Auszeit? Nur wenn es mich was angeht, nein, Spaß. Meistens hat das immer die andere Person betroffen, deswegen war ich gar nicht so oft. Die Außen aber ich muss ist auch, raus ich, quasi. Ich muss auch sagen, Herbert Müller beim THC hat gar nicht so oft mit der Taktiktafel gespielt in der Auszeit. Von dem her musste ich nicht bist drauf du raus? Ja. Die Hand schon oben in Sachen Zeitspiel beim Schiedsrichter gespannt. Und das hochgetankt. Unglaublich gut. Also wie gesagt, wiederhole mich gerne, aber das ist wirklich eine ganz, ganz starke Leistung von Merle Carstensen. Nicht nur heute, auch gestern im so wichtigen Halbfinale gegen Buxtehude im Niedersachsen-Duell. Xenia Smits, 2 Minuten auf dem Stühlchen. Ein Tipp zu viel. Aber war auch gut verteidigt. Ja. Also direkt zwei Leute. Arm nach vorn direkt. An Schmuh dran. Klasse. Viel Bewegung im Arm, kann sich die Torhüterin nicht richtig orientieren. Hier nochmal gut zu sehen. Auch schön gespielt. Gabriela Moreski mit einer soliden Leistung heute, die allerdings reicht. Und Auszeit Markus Gaugisch. 10 Minuten, nicht mal ganz, 9,5 Minuten vor dem Ende dieses Finals. Hören wir rein. Ja? Hier ist Manndeckung, Inger, geh du weg, ja, geh du weg, geh hierher, Schmuh, hier ins Loch, ja, hinter sie. Und dann hat die hier ein 2 gegen 2, Caro mit Kelly, ja, Kelly. Caro ist mir rüber, weil sie ja, genau. Ja. Aber dann nicht auch mal dran einziehen. Beides, es ist egal, wer öffnet, wenn du hier breit ziehst, hast Caro hier 200 Meter Platz. Okay, spielt so, dass du immer im Loch bist, Schmuh, hier hinten, und dann können wir da agieren. Auf geht's, weiter, hopp! Relativ großes Spielfeld mit 200 Metern. Nein, ja, es ja, ist... Ja, aber es zeigt, dass er hat einen klaren Plan, er hat seine Spielsysteme, und wenn die Pässe so kommen, wie er sie gern hätte, dann muss irgendwo diese Lücke da sein, und dann findest du vielleicht nicht ganz 200 Meter Platz, aber... 190. Ja, das reicht meistens. Also, Ausgangspunkt Carolina Grudwald-Schlotz, dann Inga Smits. 2 gegen 2, Inga Smits, Kelly Dulfer, und sie macht's alleine. Ja, war ein bisschen zu schnell. Da haben sie ein bisschen gepennt tatsächlich beim Wechsel.
Aber die Oldenburgerinnen versuchen es wieder mit einer offensiveren Abwehr auf Inga Smits und Kelly Dulfer. Ja. Jenny Behrendt. Das ist das, was Nils Bötel gefordert hat. Volldampf. Aber da steht halt doch auch schon wieder eine Bietigheimer Abwehr. Das Rückzugverhalten ist auch exzellent. Ja, das ist... Sowohl vorne als auch hinten spielen sie die Saison überragend und das zeigen sie jetzt auch im Finale nochmal zum letzten Spiel der Saison. Und Julia Maltoff mit dem Überblick, das ist auch wichtig. Jetzt ist es deutlich tatsächlich, 10 Tore Vorsprung für die Bietigheimerinnen. Klasse Anspiel, wirklich bärenstark. Marie Steffen bedient von Merle Kastens. Und die pumpt schon mächtig. Die muss so viel leisten auf dem Spielfeld, wenn wir runterschauen. Hat sie sich gerade abgestützt jetzt hier auf der Halbposition. Kräftig durchatmen für die 27-Jährige. Gimnay Zinavicius auf der Platte jetzt für die Bietigheimerinnen. Wenn der jetzt nicht reingeht, das ist einfach super ausgespielt. Der Ball läuft und dann hast du, das sind ja, eigentlich ist Gleichzahl, aber das sind ja Winkel für den Außen. Das kriegst du sehr selten eigentlich. Die hättest du gerne gehabt, Wolf. Ja, manchmal, ja. Kim. Naizina Vizios, sie hat nicht viel gespielt heute, aber wenn sie gefordert ist, ist sie da. Das ist einfach auch eine enorme Qualität. War Schritte verdächtig, aber na gut. Jetzt auch Stine Jürgensen auf der Platte. Sie wird den Verein verlassen, wie Luisa Schulze und Lieke van der Linden, die junge niederländische Torhüterin, genauso. Drei Abgänge, ein Neuzugang, spanische Kreisläuferin als Ersatz für Luisa Schulze. Und jetzt kommen die Bietigheimer Fans. Oh ja. Bisschen unglücklich gefallen. Aber auch ein Stoßen wird manchmal auch ein bisschen mehr gepfiffen. Prima. Und dann hält sie. War da Julia Maltoff noch dran? Sieht so aus. Jane Martens bedient, klasse bedient, aber dann doch nicht erfolgreich. Und ja, da war ja, hängt von hinten eindeutig, dran, ja. Eindeutig. Merle Kastens. Entscheidet sich immer richtig. Augen auf die Torhüterin. Hier, gut zu sehen, ja. Keine große Ausholbewegung. Auch für eine Keeperin schwer zu deuten.
total souverän. Jetzt auch Stine Jürgensen auf der Platte. Sie wird den Verein verlassen, wie Luisa Schulze und Lieke van der Linden, die junge niederländische Torhüterin. Genauso drei Abgänge, ein Neuzugang, spanische Kreisläuferin als Ersatz für Luisa Schulze. Und jetzt kommen die Bietigheimer Fans. Oh ja. Bisschen unglücklich gefallen. Aber auch ein Stoßen wird manchmal auch ein bisschen mehr gepfiffen. Prima. Und dann hält sie. War da Julia Maltoff noch dran? Sieht so aus. Jane Martens bedient. Klasse bedient, aber dann doch nicht erfolgreich. Und ja, da war ja, ja, hängt von hinten eindeutig. Dran, ja. Eindeutig. Merle Kassens. Entscheidet sich immer richtig. Augen auf die Torhüterin. Hier, gut zu sehen, ja. Keine große Ausholbewegung. Auch für eine Keeperin schwer zu deuten. Total souverän. Mehr so viele Chancen gehabt, sich auszuzeichnen. Julia Renner, doch wirklich viele freie Würfe, das ist so lang. Viele freie Würfe für die Bietigheimerinnen. Auf der anderen Seite Gabriela Moreski, die Brasilianerin, mit einigen guten Paraden. Jenny Behrendt. Und alle stehen hier jetzt in der Halle, feiern einen großen Handballtag und feiern aber auch die Übermannschaft dieser Saison, die SG BBM Bietigheim. Es sind ein bisschen weniger als 90 Sekunden noch zu spielen. Der Sieger ist klar, aber klar ist auch, dass der VfL Oldenburg hier einen klasse Auftritt hingelegt hat. Haben vielleicht auch ein bisschen die Kräfte gefehlt zum Schluss. Antje Launroth mit Treffer Nummer 40
für Bietigheim. Ja, es ging dann hinten raus ein bisschen schnell für Oldenburg, aber natürlich ist es eine Sache der Kraft. Die haben gestern so viel auf der Platte liegen gelassen in diesem großen Kampf gegen den BSV. Auch eine Merle Carstensen, der man anmerkt, dass sie auf dem Zahnfleisch daherkommt. Dennoch, man kann sagen, großartige zwei Tage für Oldenburg. Nein, ich glaube auch, mit dem Finalseilzug natürlich super, dass das heute nicht einfach wird, war von Anfang an klar. Und ich finde, es war ein super Finale, es war ein gutes Spiel. Und am Schluss hat sich dann doch einfach die momentane Klasse dieser Saison von Bietigheim durchgesetzt. Und jetzt ist es aus. Und wir gratulieren der SG BBM Bietigheim und Markus Gaubisch. Großartige Leistung, großartiger Erfolg. Die Kirsche auf der Sahne, wie auch immer das i-Tüpfelchen zum Abschluss einer grandiosen Saison. Aber man muss auch sagen, wirklich, ich wiederhole mich gerne im Falle des VfL Oldenburg. Gratulation an das Team von Nils Bötel, das klasse gekämpft hat, das phasenweise gestern auch im Halbfinale tollen Handball gezeigt hat. Und wenn sie so zusammenbleiben, und das sieht so aus, außer natürlich eine Julia Renner, die jetzt klar Tränen in den Augen hat, ist doch logisch. Was für eine Karriere der mittlerweile 35-Jährigen und was für ein Erfolg. Der 53. Sieg in Folge für die SG BBM Bietigheim. Wird das noch mal irgendjemand erreichen im deutschen Sport? Im Handball, wir wissen es nicht. Der Moment ist zum Genießen. Also und ich glaube schon, dass sicher das für eine Weile mal so stehen bleibt, weil das ist schon ein Statement gewesen, was sie diese Saison abgeliefert haben. Und was für eines tatsächlich, ja. Auch europäisch ungeschlagen, das muss man ja auch noch dazu sagen. Richtig. Mit insgesamt, ich glaube, plus 85 Toren in der European League. Und Luisa Schulze, auch sie, klar, hat Tränen in den Augen. Ihr letztes Spiel für die Bietigheimerinnen. In der nächsten Saison sieht man sich als Gegnerinnen, schwer zu begreifen, mit Sicherheit jetzt in diesem Moment. Ja, aber ich glaube, das ist der Sport und das haben mehrere Spielerinnen schon gehabt. Und von dem her, sie hat hier eine geile Zeit gehabt. Sie hat, glaube ich, alles abgeräumt, was man abräumen konnte in diesen Jahren hier mit Bietigheim. Sie kann erhobenen Hauptes nochmal einen anderen Verein nach oben pushen, hoffentlich. War für dich sicherlich auch nicht einfach, in Metzingen aufzulaufen mit dem THC damals. Ja, man hat da immer ja auch irgendwo nochmal ein zweites Herz in seiner Brust schlagen. Von dem her sind das immer besondere Spiele. Aber die sind auch schön. Klasse Momente. Müssen wir gar nicht viel dazu sagen. Es ist im Grunde alles schon mehr oder weniger vorbereitet für die Siegerehrung. Natürlich gehört dazu, dass man sich da noch gebührend unter den Finalistinnen verabschiedet. Und so fair muss man sein, so fair ist man auch als Gegnerin und würdigt eine große Karriere einer Julia Renner. Ja, aber das ist ja das Schöne, so auch beim Handball, das ist dann doch irgendwie alles sehr familiär und klar ist auch vom Feld ist auch mal hitzig,
Aber das nach dem Spiel vergessen und dann ergibt sich die Hand und weiter geht's. Luisa Schulz, Julia Renner. Melinda Sikora, die heute nicht zum Einsatz kam. Knieprobleme haben es verhindert. Nur im äußersten Notfall, hat Markus Gaubisch gesagt, kommt die Ungarin heute noch mal auf die Platte. Aber das Knie hat doch zu stark gezwickt. Und die Weltklasse-Frauentor, Gabriela Moreschi, hat das Übrige dazu getan, um den Erfolg zu sichern. Und die Bietigheimerinnen vor ihren Fans. Wir warten natürlich auf die Sieger, ist doch logisch, und wollen auch noch ein paar Stimmen einfangen. Auch das gehört dazu. Bis auf die drei Abgänge und den einen Zugang bleibt das Team eigentlich so bestehen. Und Andreas Thiel hat es ja in der Pause schon gesagt, er hofft, dass die Bietigheimerinnen in der Champions League in der nächsten Saison eine Rolle mitspielen. Hat da mal das kleine Ziel Halbfinale ausgegeben. Also das ist schon auch mal eine Ansage. Ja, definitiv. Aber ich meine, ich habe dieses Jahr alles erreicht, da muss man sich höhere Ziele stecken. Die Champions League wird kommen nächstes Jahr. Und warum da nicht versuchen, auch mal in diese Richtung ein Wörtchen mitreden zu können? Machbar ist es, weil die Mannschaft wird so im Großen und Ganzen zusammenbleiben. Sie haben jetzt schon überragend gespielt. Sie werden noch mal einen weiteren Step draufsetzen in der Vorbereitung. Wobei natürlich Champions League dann auch doch noch mal eine andere Nummer ist mit den ganzen Top-Teams und vor allem Halbfinale. Ja. Haben einen Neuzugang schon präsentiert in der vergangenen Woche. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Und dann kommen wir zur Siegerehrung. Und jetzt kommen wir zur Siegerehrung. Dem Pokal 2022. Meine Damen und Herren, die Siegerehrung vornehmen werden. Heißen herzlich willkommen Volker Schönester, Staatssekretär im Ministerium für Kultus, Jugend und Sport in Baden-Württemberg. Den Präsidenten des Deutschen Handballbundes, Andreas Michelmann. Den Vorsitzenden der Handball-Bundesliga der Frauen, Andreas Thiel. Und den stellvertretenden Vorsitzenden der ABF, Jens Gänge. Herzlich willkommen. Sie haben die aktiven Herren und die Namen der aktiven Herren gehört. Wir kennen zunächst die besten Spielerinnen des Turniers. Die beste Torschützin. 19 Treffer an diesem Wochenende beim Olympfinal vor 2022. Im Trikot mit der Nummer 15 des VfL Oldenburg, Merlin Carstensen. Beste Schützin des Turniers und nicht nur das. Eine der auffälligsten Spielerinnen überhaupt. Noch ein kleiner Trostpreis. Können wir doch mitnehmen, oder? Ja, natürlich nimmt man den gern mit. Natürlich ist man erstmal auch enttäuscht, wenn man das Finale verliert. Aber ich glaube, Oldenburg hat sich hier super präsentiert. Sie haben ein super Spiel geliefert. Und wenn du dann noch so einen Preis auch noch mitnehmen darfst, dann nimmst du den natürlich gerne mit. Und wenn es sich seine verdient hat, dann mehr weg hast. Wir ehren die beste Torhüterin beim Olympischen vor 2022. 17 Jahre VfL Oldenburg. Ja. Wer soll es anders sein? Natürlich. Beste Torhüterin des Turniers, Julia Renner. Auch das hat sie sich verdient. Und natürlich von einem ganz großen Torhüter überreicht. Andreas, Spitzname der Hexer Thiel. Der ehemalige Nationaltorhüter und jetzt erster Vorsitzender der Handball-Bundesliga der Frauen. Gratulation, Julia Renner. Und wir kommen zur besten Spielerin des Olympfinal vor 2022. Die Jury hat sich entschieden für die Nummer 10, der SGBW Bietigheim, Inge Smith. Auch das absolut nachvollziehbar. Inga Smith
die Weltmeisterin aus den Niederlanden aus dem Jahr 2019, Antreiberin im Spiel der SG BBM. Auch wenn man da gar nicht so viele einzeln herausheben kann, herausheben sollte, aber Inga Smilz ist mit Sicherheit ein ganz, ganz wichtiger Faktor für die Bietigheimerinnen. Als aufgrund ihrer Position einfach auch der Denker und Lenker im Spiel und von dem her vollkommen souverän auch die Spielerin des Spiels oder des Turniers gewählt. Die Ehrung für den Zweitplatzierten des DAB-Pokals 2022 nach einer großartigen Vorstellung, einem großartigen Wochenende. Der VfL Oldenburg. Ja, Disco-Atmosphäre in Stuttgart in der Porsche Arena. Ja, aber es ist super. Es geht kaum einer nach Hause. Natürlich, wir machen den Sieger ab, aber auch jetzt für den Zweitplatzierten ist eine geile Stimmung und es ist ein schöner Abschluss von einer langen Saison. Und ich glaube, die Mannschaften kommen auch alle nächstes Jahr gern wieder, wenn sie es ins Final Four schaffen. 1. und 2. April, wie gesagt, das Endturnier um den deutschen Pokal. Hier in Stuttgart in der Porsche Arena. Ja, erstaunlich tatsächlich, dass nahezu alle dieser 2700 Zuschauer heute noch in der Arena sind. Ja, die können auch schon wieder lachen, die können absolut zufrieden sein. Saisonziel erreicht, Klassenerhalt, das hat Nils Böthel immer wieder gesagt, sind vielleicht teilweise auch unter Wert geschlagen worden in der Bundesliga, war ein bisschen zu naiv vielleicht in manchen Spielen, in manchen Situationen in der Bundesliga, hat der Trainer gesagt. Aber wir lernen dazu und wir haben, wie gesagt, im Halbfinale vor allem, aber auch hier im Spiel gegen Bietigheim gezeigt, was sie in der Lage sind zu leisten. Erinnerungsfoto, jawohl. Gleich ist auch das Schild bereitet und steht. Auf dem steht deutscher Pokalsieger 2022 und das ist er, der Pokal. Wie viel Sekt geht da rein? Oh, ich habe damals nicht aus dem Pokal getrunken, deswegen aber für 5-6 Fläschchen kann man schon reinmachen. Schmeckt auch gar nicht so gut übrigens aus dem Pokal. Habe ich jetzt schon von mehreren gehört, ja? Die SG BBM Bietigheim! Pokalsieger 2022, die SG BBM Bietigheim. Die Mannschaft, die Geschichte geschrieben hat. Das erste Frauenteam, das 4 Titel in einer Saison holt und das auch mit 53 Siegen in Folge. Man tut sich ja da immer leicht mit solchen Äußerungen, Zahlen für die Ewigkeit, aber du hast es schon mal angesprochen, vor allem diese 53 Siege, so einfach wird das nicht wiederholbar sein von anderen Konkurrentinnen oder Konkurrenten, nicht nur im Handball, auch
Generell. Die Schwäbisch Hall Unicorns, um auch das nochmal zu sagen, die sind im 51. Spiel geschlagen worden, die Footballer. Die haben nahezu 3 Jahre kein Spiel verloren, aber die haben halt auch deutlich weniger Spiele. Und Luisa Schulze, oh ja, da geht einem das Herz auf. Das vermute ich, wird noch das eine oder andere Kaltgetränk geben heute. Der Abend ist noch jung. Kann man noch einiges anstellen mit dem, ja? Auch das gehört dazu. Auch Sekt trinken muss gelernt sein, tatsächlich. Aber da ist ja heute Abend, wie gesagt, noch ein bisschen Zeit. Um das nochmal zu üben, ja. Meinst du? Ja. Sieger im Olympfinals 2022, der WM-Pokalsiegerin 2022, die SG Linie Winnicott! Danik Snelder, die einzige, die nicht dabei war heute, natürlich. Die Kapitänin, die eigentliche Kapitänin. Probleme, Riesenprobleme mit dem Knie. Aber auch ohne die Kapitänin gab es diesen Triumph. Man hat sie schon oft gesehen, die Bilder, aber man kann sich irgendwie nicht satt sehen, tatsächlich. Aber wie ist es, wenn man da draufsteht auf diesem Podest? Was, wenn man? Wie ist es, wenn man draufsteht auf dem Podest? Ach. Das ist schwer zu beschreiben. Also ich meine, ich habe jetzt auch Gänsehaut beim Zugucken, aber da nochmal zu stehen, das ist, da fällt so viel ab, so viel Druck und dann einfach nur pure Freude und Euphorie, Emotionen mit deinen Teamkollegen zu feiern, ist schon cool. Und wir gucken mal ins Nähkästchen, wie war der Abend beim THC damals, 2019? Ja, wir sind im Bus gestiegen, heimgefahren. Ne? Ah ja, verstehe, sehr gut. Ganz simpel. Professionell. Ja, ja, natürlich. Ja. Lass das so stehen. Bitte? Lassen wir so stehen. Wir schauen beim Feiern zu und wir wollen natürlich auch noch ein paar Stimmen einholen. Natürlich auch von Julia Renner. Von Markus Gaugisch und vielleicht auch noch von Luisa Schulze. Mal gucken, ob sie noch sprechen kann.
Und jetzt haben wir, wenn ich es richtig sehe, Julia Renner am Mikrofon bei Kira Rutkowski. Das war gestern schon so stimmungsvoll, so emotional. Ich bin gespannt, wie es ihr heute geht. Der besten Torhüterin des DHB-Pokals 2022. Bitte, ihr beiden. Ich leite die Frage gerade mal weiter. Wie geht's Ihnen? Also erstmal Glückwunsch an Bietigheim. Die haben das natürlich heute super verdient. Ja, ganz viele Emotionen. Irgendwie traurig, irgendwie glücklich. Irgendwie ganz viel auf einmal. Ich weiß gerade nicht so ganz genau, wohin mit mir. Aber ja, irgendwie ein bisschen durcheinander gerade. Was macht Sie denn glücklich und was traurig? Also ich denke, wir, also unser Team, inklusive Trainer drumherum und Mädels, alle zusammen und auch Fans, ich glaube, wir können ganz stolz auf uns sein, was wir das Wochenende geschafft haben. Weil, also ich finde auch, wir haben jetzt im Finale gut gekämpft, wir haben lange mitgehalten, wir haben das gemacht, was wir uns vorgenommen haben. Wir haben alles reingehauen, was wir hatten. Am Ende war Bietigheim natürlich einfach qualitativ ein bisschen besser. Aber ich glaube, wir können richtig stolz auf uns sein. Und das macht mich auf jeden Fall glücklich. Sie schauen die ganze Zeit nach rechts, da sitzen die Oldenburger Fans. Die haben Sie auch mit Sprechchören angefeuert. Was macht es mit Ihnen? Welche Bedeutung hat es? Das ist für mich natürlich ganz großartig, weil das ist einfach mein letztes Spiel jetzt, um sich so zu verabschieden zu können mit den ganzen Fans und mit der Stimmung und dann nochmal im Finale zu stehen und mit dem geilen Team, wie sie alle zusammen sind. Ja, das eigentlich, ich hätte mir das nicht schöner wünschen können. Was steht denn jetzt an? Auf was freuen Sie sich am meisten? Urlaub erstmal. Also ich denke mal, es ist irgendwie so ein bisschen ein weinendes und ein lachendes Auge, weil natürlich bin ich traurig, weil für solche Momente, das ist natürlich einfach mega und das kriegt man einfach nirgendwo anders. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch einfach mal schön, mal Zeit für sich zu haben, Zeit in Urlaub zu fahren, Zeit für die Family zu haben und einfach alles das, was man jetzt in der Zeit vielleicht nicht so ganz ausleben konnte. Vielen lieben Dank, alles Gute. Ja, großartig, großartige Emotionen, die fast nur der Sport liefert, wenn man ehrlich ist. Und ich glaube, Nils Bötel steht auch schon bereit. Nils Bötel, der sein Team hier so toll vorbereitet hat, vor dem auch Markus Gaugisch den höchsten Respekt hat, der gesagt hat, der weiß alles, der kann seine Teams so gut vorbereiten. Das hat er auch gestern gezeigt, heute im Finale Nils Bötel bei Kira Rutkowski. Ja, wir haben ganz viele strahlende Gesichter gesehen, auch bei Oldenburg. Geht es Ihnen genauso? Ist die Enttäuschung gar nicht so groß, wenn man hier verliert gegen Bietigheim? Ach, natürlich will man Finale gewinnen, aber trotzdem ist Bietigheim diese Saison, nicht nur diese Saison, dieses ganze Jahr, wie viele Spiele sie jetzt nicht verloren haben, mit den ganzen Titeln geht in die Geschichte ein und auch heute haben sie verdient gewonnen und großes Kompliment an Gaugi und an die ganze gesamte Mannschaft, an den SG BBM Bietigheim, zu Recht heute Pokalsieger, zu Recht deutscher Meister und auch Europapokalsieger und ich freue mich schon nächste Saison auf die Champions League mit dem deutschen guten Vertreter. Warum konnte Ihre Mannschaft denn nicht so richtig für eine Überraschung heute sorgen? Ah, ich glaube, das ist die Qualität von Bietigheim. Wir haben eine Menge versucht, auch in der zweiten Halbzeit noch mal ein bisschen Abwehr umgestellt. Erste Halbzeit schon Angriff, auch ziemlich viel versucht und gehofft, dass man Bietigheim so ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt. Denn wenn Bietigheim hier bei 100% ist, haben wir keine Chance. Aber da wollten wir ansetzen, dass wenn da wieder etwas möglich ist, wir da sind. Haben wir, finde ich, auch gemacht, haben gekämpft, 16 Minuten gefightet. Und dann am Ende waren, glaube ich, auch noch die Beine ein bisschen müde nach den anstrengenden zwei Tagen jetzt. Trotzdem sind wir extrem glücklich über das Finale, wie wir es gespielt haben, wie wir reingekommen sind. Und nochmal Glückwunsch an Bietigheim. Jetzt haben Sie nicht nur die beste Torhüterin, sondern auch die beste Torschützin im Team. Können Sie mal beschreiben, was die Rolle von Merle Carstensen im Team auch ist, auch Ihr verlängerter Arm? Ja, tatsächlich gar nicht so die Aufgabe, die Tore zu werfen. Nein, Spaß. Es ist halt tatsächlich verlängerter Arm. Wir sprechen. Ich habe eine Abwehr wie im Angriff mit Merle. Dann immer Spielerinnen, mit denen ich dann auch über Taktik spreche und dann auch das Ganze vorbereite. Und da ist Merle halt die auch im Spiel und vor und nach dem Spiel dann auch die Ansprechperson ist für den Angriff. Und dementsprechend freut es mich heute die Auszeichnung für sie, dass sie da wirklich das heute auch geschafft hat, das in die Hände zu bekommen. Riesenkompliment an Merle. Ja. Vielen lieben Dank. Ja, und Merle Carstensen kann man nicht hoch genug loben. Wir haben es hier oben schon getan. Was fällt dir noch zu ihr ein? Was hast du beobachtet? Ja, ich glaube, sie hat nicht nur in dem Wochenende gezeigt, sondern auch in den Spielen davor, dass sie überragend dieses Spiel lenken kann und auch in den nächsten Jahren ist, glaube ich, noch einiges von ihr zu erwarten. Von dem her freue ich mich auch drauf, zu sehen, wie sie sich entwickelt. Und sie wird dem Oldenburger Spiel weiterhin gut tun und hoffentlich weiterhin so performen wie heute.
Ja, dann fragen wir mal nach durch Kira Rotkowski bei Merle Carstensen. Ja, genau, überragende Spielerin. Nehmen Sie das Lob an? Auf jeden Fall, vielen Dank dafür. Wie war das denn heute? Sie haben ganz viel gelenkt und strategisch natürlich auch Tore geworfen. Wie hat sich das Spiel angefühlt? Erstmal überwältigend, vor so einer Kulisse zu spielen. Also wenn man mir das vor 2,5, 3 Jahren erzählt hätte, dass ich jemals hier spielen darf, dann hätte ich das, glaube ich, nicht für möglich gehalten. Wir haben bei meinem alten Verein, beim TSV Nordharrislee, Grüße gehen raus, haben wir immer irgendwie mal davon geträumt, hierher zu kommen. Und wir hätten es fast mal geschafft, aber wir hätten es nie uns erträumen können. Und von daher bin ich sehr, sehr stolz, dass ich jetzt die Möglichkeit habe, hier mal gespielt zu haben, also spielen zu dürfen. Ist der Traum denn schon so richtig bei Ihnen angekommen? Also im Laufe des Wochenendes immer mehr, ja, auf jeden Fall. Aber als man hergefahren ist, war es irgendwie gar nicht greifbar. Und es war auf jeden Fall immer eine gewisse Spannung in der Mannschaft. Und es hat einfach mega Spaß gemacht, mit der Mannschaft hier das Wochenende zu verbringen. Von daher, ja, war ein tolles Wochenende, tolles Erlebnis. Und eine wahnsinns tolle Saison geht auch zu Ende. Auf was freuen Sie sich jetzt am meisten? Urlaub? Ja. Urlaub. Schon konkrete Pläne? Erstmal fahren wir nächste Woche auf Mannschaftsfahrt. Auf die siebtes Bundesland von Deutschland. 17. Bundesland. Mallorca natürlich. Und von daher danach geht es dann in den Urlaub mit meinem Freund. Ja. Cool, viel Spaß dabei, gute Erholung. Merle Carstensen, großartige Spielerin. Und der Urlaub auf Malle sei ihr gegönnt. Da wird sie vielleicht ein paar Kolleginnen treffen. Könnte ich mir gut vorstellen. Ich weiß nicht, ob Luisa Schulze nach Malle geht. Ich habe nur gehört, dass die Bietigheimerinnen selber gar nicht so viel geplant haben nach dieser kräftezehrenden Saison. Für Schmu, für Luisa Schulze, war es der letzte Titel mit der SG BBM Bietigheim. Da ist wahrscheinlich gar nicht so richtig zu greifen, wie man sich heute hier verhalten soll, ob man sich freuen soll oder ob man zu viel Tränen hat. Bitte, Kira. Ja, welche Emotionen überwiegen denn jetzt hier nach dem Spiel und nach dem Titel? Ja, natürlich Freude pur. Es ist einfach Wahnsinn, was wir diese Saison hier als Mannschaft geschafft haben. Und trotzdem auch sehr emotional, das Ganze hier das letzte Mal mit der Mannschaft gemacht zu haben. Aber ich bin unfassbar stolz auf uns und auch, dass ich ein Teil davon sein konnte. Wir haben so viel gekämpft, auch jetzt am Wochenende hat man gemerkt, wir müssen auch bis zum Ende einfach alles geben. Und jetzt haben wir uns einfach mit dem letzten Titel noch belohnt. Das ist unfassbar. Besserer Abschied geht eigentlich nicht, oder? Nee, ich denke auch, es ist einfach perfekt gelaufen und jetzt freuen wir uns einfach den Abend noch zusammen zu genießen und dann kommt ab Sommer ein neues Kapitel. Jetzt haben Sie ja trotzdem schon einige Titel. Ist das jetzt nochmal so eine endgültige Erleichterung auch, weil das letzte Spiel jetzt auch gewonnen ist? Ja, also wir haben gesagt, wir sind nicht satt, wir wollen einfach die Saison Geschichte schreiben und nicht nur klein, sondern richtig fett. Und das haben wir geschafft. Unfassbar, einfach jedes Spiel gewonnen zu haben, ist so ein Hammergefühl. Und ich denke, das realisiert man dann erst, wenn so ein bisschen Zeit vergangen ist. Vielen Dank. Danke. Ja, und einer, der maßgeblich daran beteiligt war, dass Kelly Dulfer auch den Pokal in der Hand hat, zusammen mit Inga Smits, ist der Trainer der SG BBM Bietigheim, der Bundestrainer Markus Gaugisch, und der hat nach einer langen Saison sicherlich auch noch einiges an Lob loszuwerden. Ja, bestimmt. Was hat Sie denn am meisten beeindruckt an Ihrer Mannschaft heute? Ja, heute, dass sie einfach so waren, wie sie das ganze Jahr schon waren. Das ist überragend, also wirklich überragend. Ich glaube, diese Coolness, diese Gier, weiter zu gewinnen, dann auch nicht aufzuhören, wenn man mal weiter vorne ist. Das ist schon eine Qualität, die das ganze Jahr eben schon in der Mannschaft drin steckt. Und das haben sie heute wieder in einem Finalspiel auch gezeigt. Und ich glaube, man hat natürlich gemerkt, dass wir jetzt eine lange Saison mit vielen emotionalen Höhepunkten hatten. Und da dann trotzdem aber so dann das rauszuhauen, wie jetzt am Wochenende in den beiden Spielen, das ist einfach klasse. Und freut mich für die Mädels, dass sie dann auch in dieser Kulisse hier beim Olympfinal vor, was einfach echt in dem Rahmen natürlich auch ein geiles Ding ist, dass sie da dann jetzt auch mit dem Pokal rauslaufen, ist top. Aber trotzdem, wie haben Sie es geschafft, den Hunger aufrecht zu halten und auch die Spannung zu halten jetzt bis zum heutigen Tag?
Ja, ja. Ich glaube, das ist ein Zusammenarbeiten. Wir sind sehr professionell und wir wollen einfach jedes Spiel irgendwie gewinnen. Und das ist das Entscheidende, egal wie der Gegner heißt. Und die Mädels wissen, dass sie da am meisten Spaß dann dran haben. Ja? Und jetzt haben wir das geschafft, dieses Jahr wirklich alles zu gewinnen. Jedes Spiel inklusive Vorbereitung und sonstigem Zeug, das wir noch gemacht haben. Und von dem her weiß ich gar nicht, was da das Erfolgsrezept ist. Es ist einfach, glaube ich, gut reinzuhören, wie ist die Stimmung, was brauchen sie oder was brauchen wir als Mannschaft gerade. Brauchen wir jetzt hohe Belastung, brauchen wir Druck, brauchen wir ein bisschen längere Leine. Das, glaube ich, hat ganz gut funktioniert und da ist die Kommunikation zwischen den Spielerinnen und dem Trainerteam eben da. Und von dem her glaube ich, dass das insgesamt einfach so ein Miteinander ist und jeder weiß, dass wir nur so Erfolg haben können. Vielen lieben Dank, viel Spaß beim Feiern. Ja, danke Kira Rutkowski, danke Markus Gaugisch. Wir sehen noch mal die jubelnden Spielerinnen der SG BBM Bietigheim und haben noch ein kurzes Fazit. Ina, wie war der Tag? Ja, ich glaube, wie die letzten Jahre auch schon, es ist immer geil, ein Final Four zu spielen. Und es waren trotz alledem auch das Spiel um Platz 3 war ein intensives Spiel, wo Spaß gemacht hat. Wir haben ein überragendes Finale gesehen mit einer kämpferischen Mannschaft von Oldenburg, die trotzdem es Bietigheim sehr, sehr schwer gemacht hat. Im Schluss hat sich Bietigheim durchgesetzt. Herzlichen Glückwunsch und ich freue mich schon aufs nächste Jahr. 1.2. April, da sehen wir uns hoffentlich wieder. Vielen Dank, Ina Großmann, für einen schönen Tag, schönen Handballtag, für die letzten Tage bei der European League und überall. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dahin, schönen Sonntagabend. Ciao.